so. Kannst schon mal beginnen, ich bin dafür, dass da noch 5 wieder reinkommt. Ja? Hallo? Hallo, willkommen zurück auf der Gamescom 2012. Ich stehe hier mit Peter und dem Sepp und dem Christian als Kameramann am Need for Speed Stand. Wir haben ja auch mal wieder hier eine exklusive Dreherlaubnis gekriegt. Leider nur für einen Spot. Ja, Peter zockt gerade hier mit einem geilen Porsche. Und wenn ich das richtig sehe, auf den anderen Bildschirmen zocken die alle mit dem gleichen selben Gerät. Wir haben hier rechts, wenn du einmal kurz zur Wand gehen würdest, zu dieser, ich sag mal, Plätzwand, ach, die haben wir schon an meinem Bild gehabt, sah es erst so aus, als wenn es darum geht, zu zeigen, ja, wer, dass sie gegeneinander fahren, aber scheint wohl, dass es doch eher so Time Race ist, und dann wird es hier angezeigt. Ist echt interessant. Peter hat einen Unfall gebaut und ja, Peter ist halt Noob-Fahrer. Was hältst du davon, Peter? Bist du Scheißfahrer? Ich bin Scheißfahrer. Sehr gut. Spielprinzip noch nicht hundertprozentig verstanden. Ich sehe, dass ich hier durch die Gegend fahre und hier irgendwie 1000 Polizeiautos durch die Gegend fahren. Und wenn ich gegen Polizeiautos fahre, dann kriege ich Punkte, weil ich die downtake, also einen Takedown mache quasi. Wenn ich gegen Zivilisten fahre, dann bin ich am Sack. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich jetzt wirklich gegen die anderen fahre, weil ich konnte auf einmal irgendwie losfahren. Aber der ist da schon mal gegen Zivilisten gefahren, der Idiot. Also so zu sehen, wenn ich hier rechts auf die Punktetafel gucke, dass da schon irgendwie die Punkte gezählt werden, inklusive Geschwindigkeit. Also immer, wenn man irgendwas, wenn irgendein Erlebnis passiert, dann ändert sich hier rechts auch die Dingsbums. Du bist Romania, ich guck mal kurz für dich, wo du bist. Das kannst du immer ganz kurz erzählen, du bist Siebter geworden. Da stand aber gerade Finished Third, also Dritter. Hey Peter, du musst später rein. Ich stand aber rechts. Finished Third. Der Bildschirm zeigt auch deine Geschwindigkeit immer an. Also das sieht sehr gut aus. Egal. Du haltst jetzt mal rein, hammergeil. Nee, bin ich extra mal vorbeigefahren. Ich muss die Cops loswerden. Aber so werde ich gerade. Sagst du einparken. Gerade bin ich quasi noch ein Rennen gefahren. Jetzt ist das Rennen vorbei. Das hat tatsächlich gefuckt. Gefuckt. Das hat tatsächlich funktioniert. Ich bin die Cops tatsächlich losgeworden, dadurch, dass ich gegen die scheiß Wand gefahren bin. Jetzt fahre ich hier mal so ganz gechillt durch die Gegend. Und dann auf die Bahngleise? Ja, genau. So würde ich das auch mal machen. Das heißt auch nichts, dass das blinkt, oder? So, mein Heat-Level unten links ist gerade minimal geworden. Das heißt, ich werde nicht mehr von den Cops verfolgt. Das heißt, wieso bin ich denn jetzt auf einmal 3? Oh, egal. Wieso? Steuerkreuz rechts für Multiplayer. Mach mal Steuerkreuz rechts für Multiplayer, wurde mir gerade gesagt. Das heißt, ich war gar nicht richtig im Multiplayer. Sehr gut. Ich wurde, glaube ich, genutzt. So, jetzt. Direkt schon wieder am Steuern hier. Okay, Romania Fährhafen, da guck ich auch drauf, wo du gerade bist. Wahrscheinlich ganz unten. Ja, du stehst auf jeden Fall nicht auf der Tabelle mit drauf. Ich stehe da nicht mit drauf. Ja. Ich weiß auch nicht, was mir das jetzt hier gerade sagt. Ich habe nichts gedrückt, das kam auf einmal einfach. Drive to Meetup, ja, da krieg ich hin. Ja, so glaube ich, hoffe ich drauf. Ja, geil, falsch drauf. Mein Porsche muss hier einiges mitmachen. Wrong way, das ist der richtige way, du Idiot. Ah, ich glaube hier rechts, auf der Most Wanted Liste, ist glaube ich von der letzten Session die Punkte. Ich glaube rechts siehst du gerade tatsächlich aktuell, da bist du halt Zweiter oder halt. Hier geht es jetzt los, hier werde ich sofort gegen Polen fahren. Ich bin ja auch in Rumänien. Ja, muss ich machen. You are now Speedlist Most Wanted. Moment, ich bin Most Wanted? Das heißt, ich muss wegfahren. Ja, fahren wir mal weg. Wrong way, drive to me da. Scheiße, doch, ich muss da drin warten, okay. Dann warte ich hier. Komm, Leute. Alter, join the game. Ich glaube, die sind gerade erst noch am Joinen. Kann das sein? Ja, ich glaube, das auch. Also hier ist... Was war das jetzt? Weiß nicht genau, aber... In die andere Richtung muss ich. Man startet gar nicht richtig in der Line. Man startet jetzt so quasi on the fly. Geht dann direkt los. Und ich glaube, es geht darum, wer den höchsten Speed erreicht hier. Kann das sein, dass die alle viel schlechtere Autos haben als ich? Nee, ich glaube, die sind einfach nur richtig scheiße gewesen. Der Serbien zum Beispiel hat sich halt abgezockt. Interessant ist, dass mir der Weg unten links wieder angezeigt wird in die andere Richtung. Und geil ist auch, dass die alle hinterherfahren, trotz alledem. Ja, weil ich einfach der König bin. Machen wir doch einfach mal Nitro an. Oh, fuck! Ah, hey, jetzt zeigt er mir die andere Richtung an. So, oh Gott, jetzt kommt Kurve. Oh, das hätte ich fast nicht gesehen. Danke für die Info. Ah, das ist sogar ganz gut gelaufen, ehrlich gesagt. Ja, und wie steuert sich das Ende so? Am Anfang habe ich kurz gebraucht, aber wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, dann scheiße. Wie man ja, aber ziemlich arkadenlastig wahrscheinlich, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es erinnert mich gar nicht so sehr an Need for Speed, dieses Spiel. Es erinnert mich primär an Burnout, falls das schon mal jemand gespielt hat.
Da gab es auch diese Takedowns und so weiter und so fort. Also da gab es das schon mal häufig. So. Treffen wir uns jetzt hier wieder? Ach so, ich glaube, du hast einfach innerhalb der Zeit die maximale Geschwindigkeit erreichen müssen, egal wo du hin bist. Ah, das glaube ich wohl auch. Okay, dann habe ich immerhin die drittbeste Geschwindigkeit. Die anderen haben alle sowieso gecheatet, deswegen... ja, wie soll das immer ist auf der Gamescom, war es nur über die Wix-Cheater. Ganz genau. Aber jetzt bin ich auch wieder Dritter geworden. Was hat jetzt gerade da oben aktualisiert? Wir gucken gerade mal... Nee, Moment, jetzt wird gerade was aktualisiert. Ich glaube, dass das rechts die wirklich von der letzten Runde ist, weil die haben schon 1800 Punkte. Okay. Jetzt muss ich wieder zum Meetup. Und dann geht's weiter. Ja, 650 Punkte. Jetzt bin ich Erster schon wieder. Da gibt doch alles hier keinen Sinn. So, dann warten wir hier mal wieder beim Meetup auf die anderen. Rechts sieht man die Haken, sehe ich gerade. Und dann gucken wir mal, was unsere nächste Aufgabe ist. Race. Get ready. Oh, get ready. Alter, das startet sofort, das ist voll. Wieso stehen die denn alle, die Bobs? Du bist gerade Erster. Ja, die anderen haben das nicht gecheckt, die sind so blöd dafür. Ich glaube wohl auch. Manchmal muss man nicht schnell sein, manchmal muss man einfach nur Köpfchen haben. Okay, du musst Checkpoint abfahren, also das ist jetzt gerade der Modus, du bist am Trackmania halt. Komm einfach ins Ziel und nimm alle Checkpoints mit. Ja, ist halt, ja, genau. Ja, nur, dass man halt hier noch so ein Navigationsgerät hat, was hier wahrscheinlich die kürzeste Strecke anzeigt zwischen den Checkpoints. Ja, weil du bei Trackmania, bei Trackmania hast du ja auch gar keine große Wahl, hast du ja meistens immer drei. Oh, da wurde ich, glaube ich, gerade ein paar Mal überholt. Oh, und da wurde ich angeschoben, dankeschön. Ich baller direkt den Nitro raus, okay, hatte nicht mehr so viel, leider. Ich weiß noch nicht so hundertprozentig, wie man Nitro sammelt. Hier ist wieder Kurve. Boah, nice. Boah, der Serbier, der hat dich abgezockt. Der hat mich krass abgezockt, der kleine Wichser. Ich glaube, den muss ich mal... Siehst von Straße, sagst du? Nice. War Assi. Ach, halt einmal. Oh, jetzt kommt eine Straße links. Ja, nice, Problem. Der bin ja noch Erster. Gib Gas, Junge. Nitro. Ja, warum? Das ist nicht der Letzte. Du hast das 9 von 15. Ach, verkackte. Scheiße. Aber ich glaube, ich bin mit Abstand Erster. Jetzt darf ich nirgendwo reinfahren. Ich weiß, was ich als Nächstes tun werde. Nein, oh. Irgendwo reinfahren. Okay, ich darf irgendwo reinfahren. Da hätte ich eigentlich lieber ein bisschen langsamer sein müssen und dann dafür... Oh, ballert sich da unten gerade mein Nitro-Balken voll, oder? Oh fuck, ich glaube, jetzt habe ich verschissen. Ja, weil ich interessant finde, ist... den rechts von mir nicht mal ein bisschen ärgern? Der ist der Russe, dann kann ich den... nee, lieber nicht. Weil ich aber interessant finde, ist, wenn du einen Autounfall machst, dann wirst du zurückgesetzt und das kostet dich auch Zeit, aber ich finde, die Zeit, die dich das kostet, geht eigentlich noch, oder? Ich finde, die ist krass. Ich bin ja gerade von ersten immerhin auf den vierten gerannt. Also... Ja gut, da hätte der Pole das mal vorhin im Rennen gemacht. Ich finde, also wenn man irgendwo gegen fährt, dann hat man schon ein ziemliches Problem, das wieder aufzuholen, würde ich sagen. Außer jemand anders fährt irgendwo gegen. Ganz ehrlich, du würdest nicht lange überleben, wenn du Rennfahrer wärst. Ich glaube, wenn ich Rennfahrer wäre und wirklich in einem Auto sitzen würde, dann würde ich auch ein bisschen was anderes fahren. So, ist das jetzt hier Feierabend gewesen eigentlich? Glaube ich noch nicht. Nach den Punkten, die hatten, die sind so bei 1,7 gelandet, müsste noch eins kommen oder zwei. Drive to meet, ja. Ja, hammergeil. So lässt man Leute spawnen hier. Am Fahren vor die Wand. So, jetzt bin ich... Kann das sein, dass das rechts jetzt insgesamt der Score ist? Ja, ich glaube schon. Und da muss man sagen, knapp Dritter, also alles noch drin, würde ich sagen. Alles noch drin. So, dann kriegen wir vielleicht noch hin. So, den Polen da, den möchte ich gerne mal auf. Stell dich auch gleich mal direkt schön hin für ein Meetup, ja, damit du nicht wieder so einen Fail machst. Ja, die anderen haben alle gefailt, die Idioten. Aber die werden halt bestimmt zusammen mitgekriegt. Lol, hast du gerade weg? Hat 50 Punkte gegeben. Oh, das war natürlich geplant. Dann hat er nochmal 25 gegeben. Ja. Guck mal, ich komme in der Liste nach oben, obwohl ich überhaupt gar kein Rennen gefahren bin. Der ist Zweiter. Weil der Rush hier hat gerade auch nochmal 100 Punkte gekriegt. Jetzt machen wir noch den Portugal da vorne fertig und dann... Der Rush hier neben mir hat gerade einen Unfall gebaut, habe ich gesehen. Ja, so ein Bob würde ich niemals machen. Der fährt doch mit einem komischen A3. Okay, dann bin ich ja froh, dass ich den Porsche habe. Okay, ich bin immer noch Zweiter, also bei einem wird wohl nichts abgezogen, wenn man irgendwo gegenfährt. Das ist schon mal ganz gut. So, ich bin da. Wo ist der Rest der Bob? Wurde er einfach mal abgezogen. Hat 50 Punkte, hat er dir abgesnackt. Ja, interessant ist immer, jedes Mal, wenn man startet, hat man schon so eine gewisse Grundgeschwindigkeit. Das heißt, man fährt irgendwo hin. Ey, geh mal weg da. Alter, verpisst euch.
will in den Ready-Bereich. Wo sind Portugal und Ur? Alter. Er versucht jetzt die ganze Zeit reinzuhalten, um 50 weitere Punkte zu kriegen, der Wichser. Ich beobachte ihn ganz genau, das heißt, das sind Schnitte. Jetzt dreht er einmal und jetzt versucht er da wieder reinzuheizen. Aber jetzt geht los. Speed Chest Jump. Okay, longest jump. Over. Okay. Geht rum, geht falsch rum. Okay. Dann Nitro mal. Dann mal Nitro. Wobei Nitro nicht zu früh verschwenden, jetzt Nitro. Lol. Oh. Okay, der Rusher ist da drüber gekommen. Ja, genau. Alles klar. Moment, dann möchte ich hier mal vernünftig drehen. Ja, du hast noch knapp eine Minute für den Longest Jump. Hungary steht vorne mit 52 Yards. Für alle, die es nicht wissen, ein Yard sind ungefähr 0,91 Meter. Ich wurde von Ungarn platt gemacht. In die Richtung will ich nicht. Du hast ein Navi, wa? Ja, aber das Navi ist scheiße. Ich will da hinten durch die Häuser fahren hier. Rechts irgendwo. Ja, so 32 Sekunden, ich sehe schon, da springst du bestimmt nochmal. Ja, werde ich auch. Guck, hier wollte ich hin. Dann gib alles, was du hast. Ja, mein Nitro ist alle. Ja, war natürlich dumm. Ach. Ach, sehr gut. Ich glaube, das zählt nicht als Jump. Wo ist dein Nitro eigentlich? Ist das die Leiste neben deinem? Unten rechts. Kriege ich nur einen Sprung hin? Dann musst du ja. Dann gib alles. Zu spät. Ich die Scheiße schaffen. Zu spät. Ich hatte aber, der Nitro war ja quasi leer. Ich glaube, ich habe einen schlechten Wagen. Das ist der Wagen. Mein Controller ist kaputt. Meine Hand tut weh. Ja, und du hast zuerst gemessen. Und ich habe zuerst gemessen. Ne, ich war einfach nur Bobby. Guck mal, Gesamtpunkte bei 250. Guck nochmal auf die Skillen. Könntet noch eingeben. Könntet noch eingeben. Naja, ich glaube, es ist. Ne, ich glaube, es ist aus, wa? Ja, ist aus. Ist vorbei. Alles klar? Nein, ich bin nur Vierter geworden. Ist Vierter geworden? Ja, Peter, was sagst du dazu? Ich finde die scheiße. Ja, finden wir auch scheiße. Ich war voll abgelenkt von Bram immer. Achso, alles klar. Ja, was sagen wir dazu, wa? Need for Speed Most Wanted scheint ein schneller Arcade-Racer zu sein, so wie man es halt von den Most Wanted-Zahlen her kennt oder generell von Need for Speed meint jetzt. Und Grafik sah ganz passabel aus, muss jetzt sagen, nicht so mega geil in meinen Augen, aber wie du hörst. Grafik bei so einem Spiel, glaube ich, auch gar nicht so wichtig, ehrlich gesagt, sondern diese Online-Funktionen sind halt ganz cool. Man fährt halt durch die Stadt, tritt sich mit den Leuten, kann sich zwischendurch ein bisschen wegtrollen, dann startet mal wieder so ein Event, weißt du, dann kämpft man gegen die anderen, macht das Event zu Ende, fährt dann wieder ein bisschen durch die Stadt. Ich glaube, das ist schon witzig mit mehreren Leuten, also ich glaube schon, dass wir das mal ausprobieren werden. Ausprobieren auf jeden Fall, ich meine, wir haben auch Trackmania gespielt, war Grafik auch scheißegal. Ja, Fazit klingt gut, wir gucken uns weiter an, vielen Dank.